Hallo, ihr Sümmlinge, willkommen zurück zu der Lost. Heute ohne Speedbuild, weil gestern war mehr Zeit und ja, gestern habe ich halt, wie gesagt, das Ganze mal ausprobiert, wie das so ist. Ein kleines Problem gab es dabei, das habt ihr ja sicher gehört. Aber an sich weiß ich jetzt, wie es funktioniert und bei größeren Sachen wird es dann halt wirklich mal so ein komplettes Speedbuild-Video geben. So, aber heute geht's hier normal weiter und wir könnten hier oben zum Beispiel auch eine Terrasse machen. Ja, ich lasse mich schon wieder ablenken. Heute geht's mit dem Partykeller weiter, also mit der Partyetage. Und das ist Tamtam, dieses hier. Dieser Raum wird ja, das Partygeschoss, der Partyraum, der Partykeller. What the fuck, was weiß ich? Und wir legen einfach mal los. Ich habe noch keinen Plan. Ich habe wirklich noch keinen Plan, wie wir das machen. Aber wir fangen ganz einfach mal hiermit an. Und das hier ist das kleine Bad. Da nehmen wir mal die Wände hoch. Damit fangen wir jetzt mal an. Ich versuche wirklich, mich nicht lange daran aufzuhalten hier. Und hier kommt erstmal ein recht dunkler Boden rein. Den finde ich hier eigentlich auch recht cool. Den könnte man hier vielleicht ein bisschen heller nehmen. Also wir platzieren den erstmal. Das ist ja alles noch austauschbar. Von daher stört das nicht. Wir haben es hier jetzt gerade. Also ich habe 16:38 Uhr. Okay, gut. Hat nichts mit der Sache zu tun. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Ja, was machen wir denn hier? Was ist denn das hier? Das ist echt cool. Das ist echt eine coole Fliese. Aber hier hätte ich gern irgendwas anderes. Was zum Beispiel? Was ist das? Das ist auch verdammt cool hier. Das könnte ich mir sogar hier richtig gut vorstellen. Ich platziere das einfach mal so provisorisch. Aber hier hätte ich wirklich gern eine richtige Fliese. Und vor allem auch eine dunklere Fliese. Passt recht gut, aber wir schauen auch erstmal weiter. Die hier gefällt mir. Die lassen wir mal. So, wir brauchen auf jeden Fall auch eine Tür, damit wir überhaupt mal hier reinkommen. Und da nehmen wir diesmal mal eine andere, nicht so eine durchsichtige. Was nehmen wir da? Die hier? Ah, da kann man auch durchgucken. Ist eigentlich voll blöd, wenn man eine Party feiert. Man sitzt hier auf der Toilette und dich können die anderen beobachten. Also deswegen lass mal das mal sein. Die ist eigentlich voll cool. Die ist modern. Die passt. Die nehmen wir mal. So. Dann fangen wir mal an, hier einzurichten. Ich würde sagen, wir machen hier Theken um die Ecke. Ich liebe Theken. Also, was das Badezimmer angeht, ich liebe Theken. Das ist der Wahnsinn, wie sehr ich Theken liebe. Und da hätte ich gern, ja, genau, sowas hier. Was farblich passendes. Viere braucht man. Da müssen wir allerdings hier mal fix das einschalten. Ich hoffe, das geht jetzt noch. Ja, okay. So, das passt farblich schon mal sehr gut. Wir müssen aber schauen, dass es nicht so dunkel wird, der Raum. Sonst sieht das auch wieder kacke aus. Da passt das Waschbecken. Und hier in die Ecke kommt dann die Toi-Toi. Die Toilette. Welche nehmen wir da? Da würde die ganz gut passen, oder? Oh Gott, so eine hässliche Toilette. Oh Gott. Wer findet sowas? So, hier würde ich sagen, nehmen wir die. Eine Dusche würde hier auch noch ganz gut reinpassen. Ach klar, los, eine Dusche stellen wir auch noch rein. Ich finde ja die total toll. Fünf, aber die ist total modern, aber die hat mit die wenigsten Punkte, die man dafür bekommt. Aber ich würde hier wirklich schon gerne noch eine zweite Dusche reinstellen. Wie sieht denn die aus? Wir können ja auch hier mal die Farben durchschalten. Das macht ihr mit Plus und Minus. Und ich würde sagen, die ist die beste. So, also soweit zum Bad. Hier fehlt noch ein Spiegel.
Ein Spiegel, Spiegel. Da könnte man hier so einen breiten nehmen. Also der passt richtig gut. Der passt eventuell noch besser. Ja, der gefällt mir. Welche Farben haben wir da noch so? Es ist, glaube ich, nur das Licht, was sich hier ändert. Okay, dann nehmen wir mal so ein helleres Licht. Oder hier ist noch sowas ins Gräulich gehende. Nee, ich würde sagen, passt so. So. Wir könnten ja eventuell noch einen hellen Teppich hier reinlegen, dass das Ganze nicht so krass dunkel aussieht. Wie sieht denn der aus? Das sieht man ein bisschen schlecht. Geht der größer? Ja. Okay. Gefällt mir. Gefällt mir, gefällt mir. Vielleicht noch ein bisschen vor, so hier. So. Finde ich gut. Ja. Wir schauen nur mal, was wir noch für eine Farbe haben. Der ist wieder so dunkel. Der ist bräunlich. Das passt auch nicht so richtig. Also da ist, glaube ich, der, den wir hatten, der beste. Der hier. Nee. Welcher war's? Was der? Wir können doch erstmal Lampen reinhängen. Wir haben ja echt wieder noch keine Lampen. So, also machen wir das erstmal. Hier Lampen reinhängen. Da könnte man ja zum Beispiel wieder hier zwischen die Fenster über den Spiegel welche hängen. Finde ich immer eine richtig coole Idee. Genauso wie oben im Schlafzimmer das beleuchtete Bild halt. Die waren, glaube ich, so globig, genau. Die, naja, die weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie man diese Lampen so richtig in Szene setzen könnte. Das ist auch cool. Wenn wir das. Das könnte man natürlich auch machen, wenn wir das hier so ein bisschen reinsetzen. Allerdings brauchen wir dann wieder bb.moveObjects on, damit wir das platzieren können. Entweder machen wir das daneben, aber das wäre dann irgendwie so doppelt gemoppelt vom Licht her. Kann keine anderen über Objekte überschneiden. Hä, bist du doof? Haben noch gerade Move Objects eingegeben. Also probieren wir das jetzt nochmal. bb.moveObjects on. Manchmal habe ich nämlich das Gefühl, das funktioniert nicht beim ersten Mal. Jetzt geht's. Super. Naja, wie dem auch sei. Wir schauen jetzt mal, wie wir das am besten hier platzieren. Ich würde sagen, so passt das ganz gut. So fällt das auch nicht so auf, dass das gar nicht dahin gehört. Aber so an sich finde ich das gar nicht mal so verkehrt hier. So, hier könnten wir jetzt dieses coole, moderne, graue Bild hinhängen. Das, welches ist denn das? Gibt es das auch so in gräulich? Nee, gut. Hier, genau. Das hier passt hier super hin. Finde ich echt cool. Können wir da lassen. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Ja, hier haben wir das Fenster. Haben wir da irgendwie einen coolen Vorhang? Vorhang, Vorhang, Vorhang. Da könnte man sowas hier nehmen. Finde ich passt auch ganz gut. Da nehmen wir definitiv hell. Allerdings die Farbe anders hell halt. So, entweder so oder so. Aber ich denke mal, wir nehmen das Ganze, also das hier. Dann, was könnte man hier noch hinmachen? Da könnte man ja eventuell auch noch mal diesen offenen Schrank machen, den wir ganz oben in dem Bad haben. Genau der hier. Also das ist hier oben die oberste Etage. Modern gehalten. Mit einem kleinen Farbklecks. Ist alles recht hell gehalten. Nur das Bad, das fällt hier irgendwie aus der Reihe. Fällt mir gerade so auf. So, der passt hier super davor. Ja, sieht gar nicht mehr so doof aus. Dann, hups, hat die Ecke hier auch einen kleinen Sinn.
Und natürlich brauchen wir wieder ein Blümchen. So. Ich muss mal fix gucken, in welchen Farben das die Theke noch gibt. Aber ich denke mal, die wäre auch gut. Die ist nicht ganz so dunkel. Also das passt nicht. Ich probiere mal noch diese Farbe. Die passt farblich sogar noch besser, würde ich sagen. Ja. So. Genau, und da könnte man ja eventuell mal schauen bei den Küchendingern, Küchenmöbeln. Halt, da müssen wir wieder das ausmachen, sonst funktioniert das nicht. Sonst zeigt es uns diese ganzen Dinger hier nicht an. Hier könnte man ja eventuell, um die Fenster hier oben noch ein bisschen zu verdecken, hier so eine Front mit denen hier machen. Mal schauen, wie das aussehen wird. Wenn es doof aussieht, machen wir es definitiv wieder weg. Ist ja logisch. Aber ich finde das eigentlich gar nicht mal so schlecht. So ein Oberschrank hier. Also würde ich sagen, lass mal das so. Da kommt hier also nur noch ein bisschen Deko in die Ecke. Deko, ach, haben wir schon, genau. Dann verschiedenes. Hier haben wir zum Beispiel das Klopapier. Und dann haben wir hier die Handtücher. Machen wir wieder zwei. Den Bademantel. Naja, den brauchen wir jetzt hier nicht. So. Was könnte man noch hier hinstellen? Ich glaube, wir müssen bei Gerümpel nochmal gucken, weil das war es nämlich schon mit den. Die könnte man noch hinstellen. Die ist cool. Ich mag die. Genau, so. Das ist auch echt cool. Das könnte man hier oben hinstellen. Mit der Taste 9 und 0. Je nachdem, welche ihr drückt, verschiebt ihr die Objekte von oben nach unten oder von unten nach oben. Dazu müsst ihr allerdings, glaube ich, Move Objects auch aktiviert haben. So, Gerümpel. Hier waren noch mal so eine coolen Seifen hier, die da. Die sind sogar farblich passend. Die hätte ich allerdings gern. So hier. So, okay. Und dann noch einen kleinen grünen Klecks hier in die Ecke. So. Und fertig ist das Partybad. So, und jetzt der Partyraum. Machen wir den Boden auch noch heller, oder? Ich weiß es nicht. Ich tendiere ja ein bisschen zu einem helleren Boden. Ja, ach, das ist cool. Das ist cool. Wir werden hier auf jeden Fall eine richtig coole Sitzecke reinmachen. Wir schauen mal fix. Nicht Schlafzimmer. Wohnzimmer. Das hier ist schon mal echt cool, wenn wir hier unten vielleicht so einen kleinen blauen Touch reinhauen. Weil so wirklich hell gibt es jetzt hier auch nicht mehr so die Sachen. Das würde gehen. Und halt das Blau. Also da gefällt mir das helle Blau aber doch schon besser. Das hier. So, da könnte man hier das so machen. Zack, und dann hier das zweimal nehmen. Mal gucken, ob das passt. Ich glaube nicht. Aber wir können die ja auch Gott sei Dank so ein bisschen ineinander stellen. So. Komm, dreh dich. Es mobbt mich. Das ist Mobbing. Das ist definitiv Mobbing. Das ärgert mich jetzt zwar, dass es hier so ein bisschen in das Fenster geht. Aber, ha, das ist doof. Okay, mal probieren, wie wir das jetzt umgehen können hier. Ich finde, wenn wir das nur so machen, dann fehlt irgendwas, oder? Was meint ihr? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht.
Also ich meine auf jeden Fall, hier fehlt ein Fenster. So, okay. Hätten wir erledigt, geklärt. Und dann, was macht man hier als Tisch? Das muss auf jeden Fall ein Tisch sein, den man vielleicht so ein bisschen zusammenstellen kann. Weil der hier alleine ist ein bisschen klein. Wo sind denn jetzt schon wieder die Dinger? Hier, die hier. Die kann man, glaube ich, so richtig cool zusammenstellen. Ich probiere das Ganze mal. Okay, sieht doof aus. Weg damit. Sieht definitiv doof aus. Die müssten ein bisschen breiter sein. Was nehmen wir da? Man könnte jetzt natürlich auch schauen, dass man einen richtig coolen, breiten Esstisch nimmt, in etwa so wie der hier. Dann würde ich aber eventuell die hier wieder wegnehmen. Vielleicht ist es ja auch besser, wenn wir das direkt so machen. Dann haben wir hier in der Ecke noch Platz für irgendwas anderes, Cooles. Ja, ich glaube, so ist gut. So, also zurück zu den Tischen. Der hier ist cool. Den stellen wir mal hin. Was haben wir hier noch für Farben? Ja, nicht wirklich viele. Da würde ich sogar das Grau lassen. Das passt zu den Möbeln. Und eigentlich könnte man ja hier noch richtig cool irgendwie eine Sauna reinbasteln, oder? Was meint ihr? Hier richtig schön aus der Sauna kommen und dann erstmal hier in den Pool springen. Nur wo könnte man die hinbasteln? Also wäre das ja hier eigentlich die einzige Ecke dafür. Da müsste man dann rein theoretisch diese Sitzecke, die würde ich mir ja auch hier drunter richtig cool vorstellen. In etwa so. Also in etwa so hier, so ein bisschen mitten in den Raum gestellt. Oder halt hier wirklich direkt hier hinten ran. Da ist dann halt aber wieder das. Ja, Mann. Obwohl, hier sieht man es gar nicht so dolle von draußen, weil hier die Halbwand ist. Also ist das wieder eine recht coole Idee. Hier müssen wir dann mal wieder sehen, wie wir das irgendwie vertuschen. Mich irritiert hier die ganze Zeit diese Zwischenwand. Die nehme ich mal weg. Ich kann euch nicht sagen, warum mich die irritiert. Ich finde sie doof. So. Also. Wir können, genau, hier haben wir dann auch oben noch die Fenster und hier würde eine Sauna super reinpassen. Ich frage mich nur gerade, wo finden wir die? Ich glaube, bei den gestalteten Räumen. Dö. Ist eigentlich voll eine coole Idee, hier unten noch eine Sauna reinzumachen. Gibt gleich Wellness-Tag ein hier. Wenn ich sie nicht gleich finde. Siehst du, geht doch. So, dann nehmen wir entweder die. Die. Die ist cool. Die ist echt lustig. Wo ist denn hier der Eingang? Wie könnte man die noch drehen? Die würde ich dann hier hin machen. So. Die Fenster bleiben auch sehr gut. Also ich finde das hier so, wie es jetzt ist, sogar cool. Aber es gefällt mir halt wieder nicht, dass man hier volle Kanne reingucken kann. Das ist ein bisschen doof. Wir könnten die natürlich auch so rumnehmen, dass man hier rausgucken kann. Aber dann, ja, dann hab. Nee, mir gefällt auch diese Ecke hier, weil. Hier kann man irgendwie noch, was kann man da hinmachen? So eine Staffelei oder irgendwas für, na, wie heißt es denn gleich? Aktivitäten und Fähigkeiten. Genau. Ich glaube, das machen wir auch so. Und da würde ich sagen, machen wir hier so einen coolen Hocker hin.
Oder den können wir auch hier hin machen. Hier stört er auch nicht. Da kannst du richtig cool Sport machen und dabei rausgucken. Und dann kann man hier eventuell irgendwo draußen, das kann man allerdings auch auf so einer Terrasse machen. Man muss ja nicht alles hier hinstellen, vollstellen. Voll, auf welcher machen wir das? Hier auf der würde ich es nicht machen, weil hier würde ich eventuell noch eine coole Sitzecke machen, wenn man hier aus dem Schlafzimmer kommt. Da kann man dann abends hier noch richtig schön sitzen. Oder man macht hier oben ein bisschen so grün. Grünen Bewuchs, das würde natürlich auch cool sein. Das ist natürlich auch eine coole Idee. Also, ja, genau. Wir machen das jetzt so. Also, wir machen die Yogamatte hier hin. Hier. Und nehmen dann nochmal eine kleine. Na toll. Eine mittlere und eine große Laterne. Und nochmal die kleine machen wir nochmal weg. Das Ganze platzieren wir hier auch wieder ein bisschen schön. So. Sieht es ungefähr gleich aus. Nee, nicht wirklich. Dann müssen wir mal hier nochmal ein bisschen rücken. So. Die kleine ist hier und die ist hier. So. Und da könnte man hier draußen. Ja, wo sind sie? Ganz unten, glaube ich. Das würde natürlich auch passen. Genau, die stellen wir hier hin. In einer passenden Farbe natürlich. Die hier. Die stellen wir hier hin. So. Ein Stückchen rüber noch. Und dann im Hintergrund kommen die hier. Oder die hier. Ich würde sagen, die kleineren. Ein Stück rüber noch wieder. So. Genau. Den Bambus, den könnte man ja hier auch irgendwie reinbringen. Das finde ich auch so eine richtig coole Idee irgendwo. Vielleicht hier? Also entweder nehmen wir den Bambus hier und platzieren den noch so ein bisschen um den Pool rundherum. Oder wir nehmen die coole Wand hier. Eigentlich beides cool. Aber ich tendiere ja hier ein bisschen zu der Wand. Ich platziere einfach mal ein paar davon. Und jetzt drehe ich es mir mal zurecht. Hoffentlich flackert das jetzt nicht, wenn ich die ineinander stelle. Na? Fingerspitzengefühl hier. So. Genau, und dann ist das Ganze hier so ein bisschen blickgeschützt. Finde ich eigentlich eine coole Idee. Gefällt mir so. Mal schauen, wie das im Ganzen aussieht. Ja, und da genau. Da würde ich hier auf jeden Fall oben das Ganze ein bisschen grün gestalten. Genau, das ist echt eine coole Idee. Ja, so mache ich das. So, mach mal das. Und dann kann jetzt hier. Ja, ich fange innen an und lande dann irgendwie draußen. Das ist irgendwie immer dasselbe. Hier können wir dann nochmal eine richtig coole Sitzecke machen. Mit einem Grill, das wäre cool. Ne, das ist zu unmodern irgendwo. Das auch. Aber das hier, wenn es das in Weiß gibt. Dann könnten wir das ja, dann können wir das auch irgendwo platzieren. Aber
Vielleicht hier hinten? Mich stört das hier ein bisschen, dass es hier offen ist. Na gut, man kann ja auch eine Halbwand ziehen, so ist es nicht. Also das werden wir hier mal mit einer Halbwand noch zumachen. Und da können wir das eigentlich... Ach ja. Geht jetzt nicht, weil wir es haben schon mal abgesetzt. Also müssen wir das so machen. Genau, so machen wir das. Und so machen wir das. Hier nehmen wir das noch ein bisschen hier ran. Und hier machen wir das noch mit der Halbwand zu. War das die? Ja. So, zu. Oben ist es, glaube ich, auch dasselbe. Genau. Hier, das können wir auch noch mit der Halbwand zumachen. Und ja, das war's. Jetzt brauchen wir wieder noch die weiße Kante. Hallo, weiße Kante. Jetzt haben wir sie. Und hier auch die weiße Kante. Okay. Dann kommt hier hinten auch das kleine Stückchen ein bisschen grün rein. Obwohl hier oben brauchen wir die Halbwand ja eigentlich nicht, wenn wir hier eh grün machen wollen. Okay. Retour, rückwärts, zurück. Und dann nehmen wir mal den Tisch, den wir auch gerade drin hatten, weil ich glaube, der ist am modernsten hier drin. Ist ja nun wirklich nicht wirklich was Modernes. Nee. Nee. Okay, also nehmen wir wirklich den Tisch. So. Esszimmer, Tische. Und dann nehmen wir... Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Hier. Den Tisch. Und stellen ein paar moderne Stühle rundherum. Hier hat man das, glaube ich... Ja, die haben alle diese komische Kante. Wobei, der ist eigentlich ganz weiß. Also entweder die... Die gefallen mir wieder nicht so. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich schaue noch mal bei den Außenstühlen. Das in komplett weiß würde ja gut aussehen. Ich würde sagen, wir nehmen die hier. So. So. Und dann können wir ja hier den Bambus nehmen, genau. Das ist, glaube ich, eine coole Idee. Das ist, glaube ich, eine coole Idee. Ich hoffe, der Bambus ist nicht zu groß und schaut dann in... Ach, Glück habt. Weil manchmal, da schaut er so in der oberen Etage wieder raus und das ist dann bescheiden schön. So. Also, so viele brauchen wir ungefähr davon. Und dann müssen wir die noch richtig platzieren, weil die stehen hier so doof weit weg von der Wand. Doof halt. Das gefällt mir nicht. Und diesen Stil mit dem Bambus, den könnte man ja unten bei der Sitzecke, nee, hinter dem Pool... auch nutzen. So, wie sieht das jetzt aus? Mir gefällt das. Genau, den könnte man ja hier unten auch ein bisschen nutzen, weil halt Deko, die fehlt hier unten auch noch. Hier so. So, ich glaube, das werden wir auch machen. Hallo? Spiel. Hör auf, mich zu mobben. Danke. Ich glaube, wir brauchen mal wieder noch zwei mehr. So. Und jetzt geht das wieder los hier mit an der Wand platzieren.
Das wollen wir nicht, das Fenster. Nicht Fenster. Diesen Wasserfall, nicht Fenster, genau. So, das werden wir ein bisschen ineinander stellen. Da kriegt das Haus im Endeffekt vielleicht sogar noch so einen asiatisch angehauchten Touch durch den ganzen Bambus hier. War nicht beabsichtigt, definitiv nicht. Aber naja, wenn es gut aussieht, warum nicht, ne? So. Hier müssen wir das so machen. Genau. Genau. Und dann könnte man ja eventuell hier noch, da gehen wir mal auf. Hä, wie gehe ich denn hier auf alles? Alles, alles, alles. Und dann. Hallo, alles. Hallo, hallo, danke schön. Und dann auf Packs. Dü-dü-dü und Gartenspaß. Und dann, zack. Kommen hier noch diese coolen Dinge zum Vorschein, die wir hier noch platzieren können. Zum Beispiel das hier. Das hier. Dann hier dieses Tablett, das würde ich auf jeden Fall hier hinstellen. Welche Farbe nehmen wir da? Die hier. Also, wieder mit der Taste. Schwebt es jetzt schon? Ja. Zu tief und es schwebt. Mist. Ein schwebendes Tablett, okay. Naja, gut. Warum auch nicht? Können wir jetzt die Farbe noch ändern? Dann machen wir mal so, da fällt die Farbe, da fällt das wenigstens ein bisschen auf. So. Natürlich wollen wir jetzt hier nicht total den Kitsch, das kitschige Zeug reinbringen. Das machen wir mal nicht. Aber ein bisschen Deko fehlt hier definitiv noch. Und da finde ich diese Lampen hier auch total genial. So. Oh, ich liebe es ja zu dekorieren. Das ist. Boah. Ich liebe es. Und es schwebt alles. Fällt das doll auf? Kann man das so lassen? Puh. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber wir verraten es mal keinem. So, und dann habe ich hier mal schauen, wie das passen würde, wenn wir hier eventuell. Ah, das wird zu kitschig. Die ist sehr kitschig. Diese Lichterkette. Die wollte ich eigentlich hier so ein bisschen vor dem Bambus hängen, aber. Nee. Nee. Einfach nur, nee, weil, nee. So. Das gefällt mir so besser. Und dann kann man ja eventuell hier noch einen anderen Boden nehmen. Nur welchen? Hier Holz. Da muss man natürlich Gartenspaß wegmachen. Der ist so gelblich gegenüber den Steinen. Das gefällt mir nicht. Der. Also entweder so. Das gefällt mir ganz gut. Und ich sehe gerade, hier brauchen wir das auch nicht. So, das fällt eh nicht auf. Da müsste man hier eventuell noch eine Säule in hinten reinbasteln, dass diese Lücke hier nicht ist. Natürlich wird es wieder nicht so eine große Säule geben hier. Die kann man natürlich auch wieder nicht frei platzieren, diese Säulen. Das würde gehen. Okay, da müssen wir uns noch was einfallen lassen. Da ist das letzte Wort definitiv noch nicht gesprochen.
Fehlt auch noch ein bisschen Wandfarbe. So. Hier würde ich jetzt allerdings noch diesen kleinen Zaun rundherum ziehen. Wo ist er? Wo ist er? Ach, hier, dieser Mini-Zaun. Wo haben wir denn den? Vielleicht in der Farbe. Nee, die ist mir zu hell. Genau, die hat die richtige Farbe. So. In etwa so hier. Dann kann man ja die nochmal hier vornehmen. Also das sieht schon auf jeden Fall schon anders aus, als es zuvor aussah. Man kann jetzt natürlich auch noch rumprobieren mit diesem... Wie würde denn das aussehen? Nee, doof. Mit diesen Marmordingern, wie das aussehen würde, wenn wir die hier hinstellen. Also das probieren wir einfach mal, wie das aussieht. Und ich würde sagen, das können wir so lassen. Na, jetzt haben wir es verloren. So, dann haben wir jetzt diese schöne Kante auch ein bisschen abgedeckt. Schöne Kante. Und ich würde sagen, dabei belassen wir es heute erstmal. Hier lassen wir uns noch was einfallen, wie wir das weiter dekorieren und gestalten. Ich mache jetzt noch das Grün aufs Dach für das neue Thumbnail. Und dann hoffe ich, sehen wir uns morgen wieder an. Ja, wenn es euch gefallen hat, drückt einen Daumen nach oben. Ich freue mich wirklich sehr über jedes Kommentar, über jede Bewertung. Ich habe auch ein Facebook-Profil, da könnt ihr auch mal schauen. Da sind ein paar Bilder drin von zum Beispiel einem anderen Projekt. Das begleite ich nicht mit. Das ist eigentlich so ein Projekt für mich eher, aber das werde ich dann trotzdem irgendwann in die Galerie hochladen. Das könnt ihr euch eigentlich anschauen. Das ist wirklich ein Mega-Projekt. Also... nicht so was Kleines wie das hier, so wirklich groß. Ja, also schaut vorbei, schaut morgen wieder rein zum nächsten Part der Baby Challenge und ja, zum nächsten Part von der Love. Vielleicht kriegen wir die ja morgen auch schon fertig. Wir schauen einfach mal, wir lassen uns überraschen. Bis dahin, tschüss!